Also Kaskade gibt es eigentlich schon länger, als die meisten Leute denken. Richtig on Tour sind wir schon seit 5 Jahren ungefähr, 5, 6 Jahren. Die Jungs habe ich aber kennengelernt, mit denen ich zusammenarbeite, Janu und Manian, schon bestimmt 10 Jahre. Also mit denen habe ich meine ersten Musikschritte gemacht, in der Dance-Musik vor allem, bevor es überhaupt Kaskada gab. Und dann mit den Jahren kam dann das Projekt Kaskada. Und ja, und seitdem machen wir das so seit 6 Jahren ungefähr. Insgesamt Musik, professionell würde ich sagen, so 10 Jahre ungefähr. Ich habe mit Studioarbeiten halt angefangen. Aber davor habe ich in der Cocktailbar gesungen. Das kann ich nicht unbedingt professionell nennen. Ja, so ungefähr. Kaskade in dem Sinn ist schon eine deutsche Gruppe, aber ich bin Engländerin. Dementsprechend, ich glaube, wenn Leute mich in Interviews hören, wenn ich Englisch spreche, hören sie natürlich eine Britin und dann denken sie, oh, ich dachte, das wäre eine deutsche Gruppe. Und in dem Sinn, wir sind schon eine deutsche Gruppe, weil es aus Deutschland stammt und also meine Bandmitglieder sozusagen sind auch Deutsche, aber ich bin halt Engländerin. Es ist eigentlich so, dass wenn das eine Album rausgekommen ist, dass man eigentlich ein paar Monate später schon anfängt, sich Gedanken zu machen für das neue Album. Einfach auch, wenn es noch ein ganzes Jahr oder 1,5 Jahre dauern wird, bis es rauskommt. Man braucht natürlich Zeit, um so ein Album zu schreiben und aufzunehmen und so weiter. Aber sonst in der Zwischenzeit bin ich eigentlich nur auf der Bühne. Also so richtig lange Pause habe ich eigentlich nie. Also Arbeit geht weiter. Also ich glaube, wenn man hört auf Tour, da denken die Leute direkt, man ist gar nicht zu Hause, man ist dann nur noch, ne, man lebt wirklich nur aus dem Koffer ein halbes Jahr oder so. So ist es natürlich nicht. Wenn ich sage, ich bin auch konstant auf Tour, ist es auch so. Ich bin praktisch jedes Wochenende auf Tour, vielleicht auch mal 3, 4, 5 Tage und bin unter der Woche dann meine paar Tage dann immer zu Hause. Also ich springe praktisch immer hin und her. Aber so geht es halt schon seit vielen Jahren. Und das merkt man natürlich schon. Aber ich sehe meine Familie und Freunde schon genug. Manche Zeiten, wenn eine neue Single released wird und so, dann ist man natürlich noch viel mehr unterwegs als sonst und dann sieht man die natürlich weniger, aber ich gebe mir immer Mühe, sie zu sehen. Also ich würde nie sagen, dass ich irgendwas richtig Schreckliches erlebt habe bis jetzt, Gott sei Dank, auf Tour. Aber es gibt immer witzige Geschichten, die natürlich passieren über die Jahre, wenn man auf der Bühne steht. Eine Sache, die mir jetzt einfach spontan einfällt, ist, wir haben eine UK-Tour gemacht, also Konzerttour letztes Jahr. Und die Jungs haben mich bei der letzten Show, haben die mich überrascht auf der Bühne während einer Ballade, die ich eigentlich wirklich nur allein auf der Bühne mache. Und die kamen auf die Bühne gesprungen mit Tütüs und haben Ballett um mich rumgetanzt, während ich eine ernsthafte Ballade gesungen habe. Es war so schwierig, da nicht zu lachen und den Song noch weiter singen zu können. Das ist so zum Beispiel eine der lustigen Stories. Aber grundsätzlich, wenn du auf Tour bist, in einem Tourbus, da sind natürlich immer lustige Abende einfach dabei, wo man viel erlebt und es schweißt auch sehr zusammen. Deswegen bin ich auch so gut befreundet mit dem ganzen Team. Also ein großer Grund, wieso wir internationalen Erfolg haben, ist, glaube ich, dank Amerika. Wir haben mit Every Time We Touch damals echt Erfolg gehabt in den Staaten. Und es ist in dem Musikgeschäft vor allem ist Amerika wirklich ein einflussreiches Land. Und da gucken viele Länder drauf, die Charts und so weiter, die Leute. Und das hat uns sehr dazu verholfen, dass wir natürlich bekannt wurden in vielen anderen Ländern, in Europa halt auch. Aber eine andere Sache ist, glaube ich, Dance-Musik spricht auf jeden Fall jede Nation an irgendwo und jede Nationalität. Und ich glaube, das hat uns auch geholfen, dass Dance-Musik immer irgendwie beliebt sein kann in jedem Land. Also der Grund, wieso der Sound vielleicht ein bisschen anders klingt jetzt, ist einfach eine natürliche Sache. Wenn man schon lange die gleiche Art von Musik macht, ist es, glaube ich, ganz natürlich, dass man sich entwickelt, dass man neue Sachen probiert. Wir haben auf jeden Fall ein paar Experimente mit dem neuen Album gemacht und es ist einfach spannender. Man will nicht immer gleich klingen und ich glaube, es ist eine ganz natürliche Sache, dass man da ein bisschen sich weiterentwickelt. Also ich glaube, Evacuate the Dancefloor haben wir gewählt als erste Single vom neuen Album, weil wir einfach gedacht haben, das wird am meisten Aufsehen erregen. Das ist ein Sound, den die von Cascada nicht kennen. Und wir wollten einfach sagen, dass die Leute, hä, wer ist das denn? Und im Endeffekt hatten wir voll Glück. Es war ein Risiko und bis jetzt waren die Reaktionen richtig positiv und das freut uns natürlich total, weil noch dazu ist die Wahl auf Evacuate gefallen, weil wir es einfach auch lieben. Ich kann es überhaupt nicht fassen, dass wir Platz 1 sind. Hammer. Das ist etwas, wovon jeder Künstler einfach träumt. Und gerade auch England, das ist schon meine Heimat. Und naja, die ganze Sache mit Michael, es lässt einen schon sich auch komisch fühlen, dass man den vielleicht von der ersten Stelle darunter geschmissen hat. Aber
Absolut euphorisch, geil. Also wir haben das Video in L.A. gedreht, in so einem Club, das heißt Club Avalon. Das war auf dem Hollywood Boulevard. Hört sich natürlich ganz toll an. Das war es auch. Also wir sind auch mit Paparazzi überrascht worden, als sie rauskam aus dem Club nach dem Dreh. Es war ganz furchtbar. Ich in Jogginghose. Nee, wir hatten es, ich würde nicht sagen, dass es irgendwelche komischen Vorkommnisse waren. Es war ein richtig super Dreh, sehr anstrengend, aber wir hatten Hammerstatisten dabei, richtig geile Tänzer, die haben einen richtig super Job gemacht. Und ich finde, das Video ist richtig schön geworden. Das war die beste Location, die wir hier hatten. Ja, ich finde, das Resultat ist echt super. Also ich finde, das, was die ersten Alben zu diesem unterscheidet, ist, dass wir uns zum ersten Mal richtig was getraut haben. Wir wollten wirklich was Neues machen. Wir wollten die Leute irgendwie die Augen öffnen und sagen, hey, wir können sogar noch ganz andere Sachen machen. Gerade in der Single jetzt mit Evacuate the Dance Floor ist da ein Rap drin. Das ist, glaube ich, für Cascada-Fans war es auch ein Riesenschock am Anfang. Aber für uns ist es einfach super, die Reaktion zu sehen. Ob negativ oder positiv, die Reaktionen sind einfach da. Es ist besser, als einfach unterzugehen und nicht darüber gesprochen zu werden. Und ja, der Sound ist, wie gesagt, einfach ein bisschen neuer. Trotz, dass wir unseren alten Stil trotzdem beibehalten haben. Also ich glaube, wir werden niemanden enttäuschen, die die alten Sachen geliebt haben. Ja, eine coole Sache auch ist, dass da auf jeden Fall viel weniger Cover drauf sind. Das heißt nicht, dass ich voll stolz bin. Das heißt nicht, dass ich nicht total stolz bin auf die Erfolge, die wir mit den manchen Coverversionen auch hatten. Aber es ist natürlich immer was Schönes, wenn man mit selbstgeschriebenen Songs einfach den Erfolg erreicht. Und das Album ist wirklich, ich glaube, wir haben zwei Cover auf dem Album diesmal nur. Und das ist natürlich echt ein schönes Gefühl. Also ein anderer Song, der auf jeden Fall für mich raussticht aus dem Album, ist Fever. Das ist auf jeden Fall, wenn ich es nicht gesungen hätte, würde ich diesen Song privat hören. Also ich finde den Song so geil. Richtig hausig, aber halt so richtig mit noch Gitarre mit rein. Und da hat man richtig Bock zu feiern, wenn man den Song hört. Ganz ehrlich, ich bin immer noch voll am Trauern. Ich war ein Riesenfan von ihm und ich kann es immer noch nicht glauben, dass er tot ist. Und ich denke, ich lasse mich demnächst sogar tätowieren mit seinen Initialien oder irgendwas in seinem Namen. Ich bin sehr, sehr traurig darüber. Mein größter persönlicher Wunsch ist, glaube ich, so lange wie möglich glücklich zu sein. Das hört sich jetzt so banal an eigentlich, aber wenn ich weiterhin Erfolg haben kann, wenn ich irgendwann einen Mann kennenlerne, heirate, Kinder kriege und richtig schön glücklich werde und so lange Musik machen kann wie möglich, das wird für mich ausreichen. Das ist mein größter Wunsch. Also jemand, mit dem ich super gern zusammenarbeiten würde, wäre natürlich so ein Justin Timberlake. Ich respektiere ihn total. Ich finde, was er macht, ist immer sehr innovativ, was er musikalisch auch da rausbringt. Und ich finde, er ist einfach wahnsinnig talentiert. Sonst eine meiner Lieblingssängerinnen ist Alicia Keys. Mit ihr ein Duett zu singen, wäre natürlich der absolute Traum. Aber wir werden sehen, ob das irgendwann mal wahr werden könnte.